Ja, servus Leute. Ich stehe hier gerade vom Grupp Hotel Iberostar Playa de Mogo. Ich verbringe gerade 10 Tage Rennsport- oder Rennradurlaub auf Mallorca und bin hier in dem Hotel untergebracht. Und ich will euch heute mal zeigen, wie das hier so aussieht mit dem Hotel, welche Radsportmöglichkeiten es gibt, wo man Räder leihen kann, wie die Hotelzimmer aussehen. Und wir fangen jetzt auch direkt mal mit meinem Hotelzimmer an. So, hier geht es also rein ins Zimmer, geht über Kade, ne, so wie das heute ja Standard ist. Wir machen mal zu, weil es ein bisschen laut draußen. Und dann kommen wir hier auch schon ins Zimmer rein. Der Schnitt ist sicherlich klassisch. So sind die meisten Zimmer geschnitten. Hier haben wir einen Safe. Der kostet 3 € am Tag. Ja, aber die Investition, die tätige ich natürlich. Hier haben wir ganz normale Schränke, ne? 2 Stück. Also sicherlich genug Platz, um da auch seine Sachen unterzubringen. Dann machen wir hier mal einen Blick ins Zimmer. Seht ihr auch, schön groß. Da die 2 Betten, das sind Einzelbetten. Matratzen sind erstaunlich gut. Das Ganze ist, glaube ich, auch relativ neu renoviert worden. Dann gehen wir mal hier draußen auf den Balkon. Ich habe jetzt keinen Meerblick, aber könnt ja mal schauen. So sieht das also aus. Auch für 2 Personen völlig ausreichend. Der 2. Stuhl steht hier drin. Da ist was, wo man seine Klamotten trocknen kann. Und hier seht ihr auch mal den Blick auf eine der Poollandschaften. Die ist also eher für Kinder. Ist auch im Moment nicht in Betrieb, ne, weil Kinder sind zwar da, aber ich gehe mal davon aus, die Saison hat noch nicht begonnen. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal das Bad. Halt, aber vorher könnt man ja auch nochmal den Fernseher kurz anmachen, damit ihr das auch nochmal seht. Also auch deutsche Programme hat man zuhauf. Ich mache ihn gerade mal an. Hier seht ihr das, Eurosport Deutschland. Hier haben wir jetzt auch mal den Guide. Das seht ihr also Pro7, D-Max, Pro7 Max, Vox, Kabel 1, Sat1, ZDF, ARD. Also, wer Fernsehen schauen möchte, ist hier also auch versorgt. Machen wir wieder aus. Und jetzt gehen wir nochmal ins Bad. Das seht ihr dann hier. Da haben wir also die große Dusche, auch mit Regenkopf. Im Detail, ja, also die Fugen sind teilweise ein bisschen unschön verarbeitet. An manchen Stellen sieht man auch, dass das ein bisschen, ja, schon ein bisschen älter ist. Wobei, wie gesagt, renoviert wurde es, glaube ich, vor 2 Jahren. Also ganz so alt ist es noch nicht. Hier haben wir dann die Toilette. Hier rechts sieht man dann auch das nochmal mit dem Fugenmaterial, also mit dem Silikon. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja nichts Dramatisches. Und hier sehen wir auch nochmal das Waschbecken. Also ich sage ganz ehrlich, ich finde es ein richtig schönes Zimmer. Die Renovierung hier im Iberostar Playa de Mogo, das hat sich gelohnt. Ist richtig schön geworden. Und wer dann auch seine eigenen Getränke kühlen möchte, der hat auch die Möglichkeit dazu. Wir haben hier also auch noch einen Kühlschrank, ne? So, das seht ihr auch nochmal, da passt auch einiges rein. Bringt mal also auch was unter. So, dann nehme ich euch auch nochmal ein bisschen mit hier durch den Eingang, ne? Geht also da die Treppe hoch. Aufzug kann man natürlich auch, zeige ich euch jetzt nicht extra. Also hier auch mal einen Blick in den Innenhof, ne? Alles sehr schön gemacht. Und hier habt ihr dann mal einen Blick in die Lobby. So sieht das also aus im Innenbereich. Recht schick gemacht. Und da ist dann auch schon der Ausgang. Und ich nehme euch aber auch mal mit in den Außenpoolbereich, Außenbereich und zum Radkeller. Hier geht es dann runter Richtung Speisesaal. Da geht man im Moment ein bisschen außen rum. Wegen C ist das ja alles noch ein bisschen komplizierter. Hier kommen wir also in den Außenbereich. Links seht ihr eine große Poollandschaft, können wir uns gleich nochmal anschauen. Mal gucken, vielleicht können wir auch einen Blick in den Speisesaal mal werfen. Der ist allerdings zu, wenn dann nur von außen. Hier mal so ein kleiner Blick rum und ich zeige euch dann auch mal direkt, wie das Buffet so aussieht. Da seht ihr also auch, ich glaube, das ist Alcudia. Einmal hier den Blick rum. So sieht das also aus. Sowas findet man hier halt auch mal in so einem Hotel. Das ist direkt vor dem Eingang zum Speisesaal. Ja, aber das wird sicherlich bald repariert. Übrigens, die Möbel, die hier überall sind und auch die liegen, befinden sich alle in einem guten, neuwertigen Zustand, würde ich sagen. Die können also noch nicht besonders alt sein. So, und jetzt nehme ich euch auch nochmal mit in den Radsportkeller, da wo man die Räder abstellen kann. Ich habe jetzt 2 € pro Tag dafür bezahlt.
Habe ja jetzt auch gesehen, dass einige Rennradfahrer ihr Rad mit aufs Zimmer genommen haben. Eventuell ist das auch möglich und ich hätte mir die 18 Euro sparen können, aber gut. Jetzt habe ich halt entsprechend für die Unterbringung bezahlt. So, hier geht es dann auch in den Sparbereich. Und auf dem Weg gelangt man auch zum Radkeller, hier über eine Brücke. Man muss also nicht außen ums Hotel rumlaufen. Sparbereich habe ich selbst jetzt nicht genutzt. Kann ich also nicht ganz so viel dazu sagen. So, hier geht es also in den Sparbereich. Wir gucken mal kurz, vielleicht kann ich mal einen kurzen Blick reinwerfen. Hier ist also auch ein großes Bad. Ja, da seht ihr das. Zumindest mal aus der Distanz. Ich will jetzt mit Straßenschuhen nicht reinlaufen. Da ist also auch die Möglichkeit für ja, Triathleten Bahnen zu ziehen. So, und hier kommen wir dann auch schon in den Radkeller. Lässt sich wohl auch mit der Zimmerkarte öffnen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall tagsüber offen. Hier seht ihr auch mal die Räder. Und das ist auch relativ gut besucht. Früher war das ein Zelten, jetzt haben sie es halt hier unten im Radkeller untergebracht. Läuft über Nummern. Für Schloss zahlt man Pfand von 10 Euro. Und wie gesagt, weil ich mein eigenes Rad mitgebracht hatte, muss ich 2 Euro pro Tag für die Unterbringung bezahlen. So, und dann werde ich jetzt mal bei Hürzler drinnen fragen in der Boutique, ob ich da auch mal filmen darf. Und dann gucken wir uns auch noch mal ein paar Radverleiher hier in der Gegend an. So 2, 3, die sich im Umfeld des Hotels befinden, damit ihr auch da mal einen Eindruck kriegt. Vielleicht kann ich auch mal so ein paar Preise zusammensuchen, damit man mal weiß, was das Ganze hier so für eine Woche oder für ein paar Tage kostet. So, ich darf also auch mal hier in der Boutique drehen. Ihr seht also, hier haben wir El. Ja, Radbekleidung, wer also was vergisst, findet hier auf jeden Fall auch alles, was man so braucht. Natürlich auch Hürzeler Bekleidung, ganz klar, aber auch von Asos. Also wenn ihr Geld ausgeben wollt, habt ihr auf jeden Fall viel Gelegenheit dazu. Und wir gucken jetzt mal in die Radverleihstation. So, hier haben wir dann mal die Verleihmöglichkeiten. Rechts Hürzler, dann Specialized und hier den Radsalon. Und wir schauen jetzt erstmal hier links, was da so die Räder kosten. Es gibt also auch die unterschiedlichsten Räder. Also hier hat man jetzt auch BMC, ne? Hatte Hürzler früher auch sogar. Ach guck mal, Speedbikes mit Akku. Sehr interessant. Hier haben wir dann auch mal die Preisliste. Ich verlinke das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, auch mal, wenn die eine Internetseite haben. Hier seht ihr das mal. Ich habe mit dem Verleiher hier gerade gesprochen und er sagt, die Preise haben sich nicht verändert, obwohl sie auf neue Fahrräder warten. Also da gibt es wohl aktuellere. Und hier steht überall 2020, aber da gibt es jetzt wohl auch schon was für 2022. Ist noch nicht aktualisiert worden. Wir gucken auch gerade mal rein. Also auch hier sehen wir alles voll mit Trikots. Kann man sicherlich auch alles käuflich erwerben. Hier stehen auch Fahrräder, BMC. Scheint hier vornehmlich das zu sein. Da haben wir die Werkstatt. Und hier hinten auch Radschuhe, Trikots, Hosen. Alles, was das Herz begehrt. Und ich habe auch gefragt, man hat auch hier die Möglichkeit, sein Rad unterzustellen. Man muss also nicht zwingend drüben in den Radkeller vom Iberostar Playa de Muro, wobei das hier direkt über die Straße ist und 2 Euro für einen Tag, wie gesagt, will man gar nicht motzen. Und da seht ihr auch nochmal die Boutique, in der wir gerade waren, von Hürzeler. Ne? Und jetzt gehen wir mal nebenan zu Specialized und fragen, ob wir da auch drehen dürfen. So, ich habe jetzt hier auch mal bei Specialized gefragt. Auch hier darf ich drehen. Hier sehen wir dann mal Trekkingräder, die gehören hier zum Verleih, sind aber Bianchi. Die eigentlichen Fahrräder stehen im Viva Blue, weil mit denen arbeiten die zusammen. Das ist auch ein Hotel. Kann man aber auch als Iberostar-Kunde oder ja, Hotelgast kann man diese Räder mieten. Ihr habt da also auch wieder Einkaufsmöglichkeiten ohne Ende. Ihr seht das, ja, ich will gar nicht so sehr drauf eingehen. Preise bei Specialized sicherlich nicht die allerbilligsten. Und die Shopbetreiberin hat mir dann auch hier diese Preisliste mal zur Verfügung gestellt. Das seht ihr also eine Radvariante, Scott Addict. Ist also kein Specialized, ne? Wundert mich. Ich dachte, das hier wäre ein reiner Specialized-Laden. Man lernt nie dazu. Und hier noch das Synapse Discarbon. Seht ihr auch nochmal die Preise. 7 Tage, 123 Euro. Also das ist durchaus, ja, würde ich mal sagen, 123 Euro für 7 Tage. Da kann man nicht meckern. Ne? Das ist günstiger als bei Hürzeler. So, hier haben wir dann auch eine Boutique. Allerdings ohne Radverleih. Die ist wohl ganz neu eröffnet. Hier geht es wohl speziell auch um Triathleten. Wir können ja auch mal gerade reinschauen. Also hier Kraft auf jeden Fall. Ja, also das sieht schon ein bisschen triathlonmäßig aus mit den Mützen. Ne? Das ist eher für Läufer. Da ist auch die Inhaberin. Hallo. Winkt mal nett in die Kamera, das kann ja nicht schaden. Also wenn ihr hier seid und sucht was für Triathlon, ne? Auch hier Schwimmanzüge, davon habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Ach, fühlt sich aber angenehm an. Sollte ich vielleicht mal probieren. Aber naja, Schwimmen ist nicht meine Stärke. Ihr habt ja das auch mal gesehen und wie gesagt,
Der hat ganz neu aufgemacht. Wie lange haben Sie jetzt offen? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen erst eröffnet. Also wenn ihr hier seid in Playa de Moro, schaut auf jeden Fall mal bei der... Bei der Kathleen vorbei. Bei der Kathleen vorbei, die freut sich. Okay, super. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Ne? Tschüss. Tschüss. Danke. Na, das ist doch nett, oder? Hier würde ich auf jeden Fall einkaufen, wenn ich was bräuchte. Bei Hützler habe ich jetzt auch gefragt. Das ist der einzige Laden, wo ich innen nicht drehen darf jetzt. Im Radverleih, warum auch immer. Ich darf also von außen das Geschäft drehen. Hier haben wir dann mal Hürzelau von außen. Ganz viele Räder drin, auch wirklich gute Räder, Cube-Räder mit Di2, mit Red. Ich blende hier auf jeden Fall, wenn ich es auf der Internetseite finde, auch mal die Preise ein. Allerdings glaube ich, ist es ein bisschen teurer als das, was der Radsalon da anbietet. Ja, muss man sich halt überlegen. Und weil wir es gerade von Hürzler haben, hier ein kleiner Einschub. Ich komme also gerade von der Tour zurück, es war heute ein bisschen nass. Und ich hatte mein Schutzblech, also diese Kunststoffteile für unseren Sattel vergessen, um ein bisschen den Beckenbereich trocken zu halten. Jetzt ratet mal, was dieser Lappen hier von Hürzler kostet. Da dürft ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ich verrate es mal noch nicht. Ich zähle mal bis 3 runter, mal sehen, ob ihr es richtig erratet. Also es waren nicht 5 Euro, es waren nicht 6 Euro, nicht 7 Euro, nicht 8 Euro. Nein, 9 Euro kostet dieses Stück Kunststoff. Also da fehlen mir echt die Worte, ganz ehrlich. Das ist also erstmal hier die Radsportverleihe und ich gucke auch noch mal weiter hinten. Ich glaube, da ist noch was von Rommelberg oder Rompelberg oder so ähnlich. Da gucken wir dann jetzt gleich auch noch mal. Ja, und ich bin jetzt mal vom Hotel losgefahren, will mir jetzt mal anschauen, ob es hier ja in der einen Richtung, Richtung Alcudia, eventuell auch noch ein paar Radverleiher gibt. Hier links sehen wir noch mal Hürzler und den Radsalon, wo man Räder leihen kann und Specialized diesen Shop. Und wir schauen mal, was jetzt weiter unten noch kommt. Hier rechts übrigens auch ganz wichtig, da ist das Boy. Da muss man nach einer Radtour auf jeden Fall einkehren, das ist praktisch Pflicht. Ja, dann kommen wir jetzt schon in die Nähe vom Grupo Hotel Maritimo. Das sehen wir auf der linken Seite. Ich hoffe, es ist Maritimo und ich sage jetzt nichts Falsches. Und da haben wir hier rechts auch wieder einen Radverleih. Da gehe ich gerade mal rein. Bike Launch heißt das. Ist nicht allzu weit vom Iberostar entfernt. Da schauen wir mal, was es da so für Räder gibt. So, hier haben wir dann also die Bike Launch. Und hier haben wir dann Pinarello Räder. Also ganz was Feines. Richtig schicke Räder haben wir da. Und hier natürlich auch wieder ein Laden, ne, mit entsprechender Radsportbekleidung. Mallorca hat sich da echt voll drauf eingestellt. Und hier haben wir dann auch mal die Preise. Also Tage, gut, das ist natürlich 7 Tage, 445 Euro für ein Dogma F10 mit Ultegra. Mal gucken, ob es auch noch was Günstigeres gibt. 7 Tage 700 Euro. Hier unten ist dann was Günstigeres, Dogma 65.1 Ultegra für 273 Euro. Nur da seht ihr mal die Räder, die es hier gibt. Das ist sicherlich eher im High-End-Bereich das Ganze, aber die Möglichkeit gibt es also auch. Und wie gesagt, die Räder sind dafür richtig schick. Achso, und hier zeige ich es euch nochmal, das müsste das Maritimo sein. Ja, das ist Maritimo. Also nicht allzu weit weg, in der Richtung ist dann das Iberostar Playa de Moro. Fußläufig natürlich ein bisschen weit, aber wenn man das Rad abholen will, ja, nimmt man das vielleicht mal auf sich und gerade wenn man so ein Pinarello ausleihen möchte. Gegenüber vom Alcudia Park haben wir dann auch noch einen Radverleiher, Philips Bike Team. Die haben aber geschlossen. Ob jetzt für immer, kann ich nicht sagen oder nur vorübergehend. Im Moment ist auf jeden Fall alles zu. Ich gehe mal davon aus, die werden schon irgendwann wieder aufmachen. Aber dazu kann ich im Moment nichts sagen. Hier sind Aufkleber drauf. Ja, aber das sagt mir jetzt erstmal nichts. Also, wir halten mal fest, es gibt auf jeden Fall einige Alternativen. Man muss sein Rad nicht unbedingt beim Platz hier Hürzler leihen. Es gibt auch noch viele kleine Verleiher in der Gegend, deren Internetpräsenzen oder deren Auffindbarkeit in Google Maps oder in Google finde ich persönlich verbesserungswürdig. Also wenn diese Radsportstationen da noch ein bisschen nachlegen würden, könnte man sie auch besser finden. Aber ihr habt auf jeden Fall eine riesen Auswahl. Und eins muss man halt auch sagen, ach, ist laut hier. Eins muss man halt auch sagen, bei Hürzler, das funktioniert einfach. Klar gibt es da auch mal Probleme, die Preise sind etwas höher. Und die ganze Unternehmensphilosophie, ich werde irgendwie nicht so warm damit, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass man früher zum Radsportpaket gezwungen wurde. Man musste dann auch teilweise ein Trikot von denen zwangsweise mitkaufen. Das fand ich nicht so cool, da fanden sich keine Informationen auf den Hotelseiten dazu. Da waren wir also als Gast dann überrascht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das bei Hürzler schon gut. Aber wie gesagt, ihr habt diverse Alternativen, wo ihr Kleidung kaufen könnt und wo ihr auch eure Räder mieten und dann im Radsportkeller vom Iberostar Playa de Moro unterstellen könnt. Ja, und jetzt gehe ich nochmal ins Hotelzimmer und mache so ein kurzes Fazit zu dem ganzen Erlebnis hier. Radsporturlaub an der Playa de Moro
im Iberostar. Im Hotelzimmer geht es jetzt also weiter. So, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder heil zu Hause angekommen. Das Fazit gibt es jetzt doch nicht im Hotelzimmer, sondern hier vom Büro aus. Zunächst erstmal zum Hotel. Ich war sehr zufrieden dort. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Es war alles sauber. Das Personal war immer nett und hilfsbereit. Das Essen war am ersten Tag, da war aber Neueröffnung nicht ganz so prickelnd. Danach gab es aber wirklich immer was Leckeres, was man finden konnte. Große Auswahl. Nachtisch war lecker, das Eis war lecker. Also am Hotel gibt es aus meiner Sicht rundherum nichts zu meckern. Ich habe auch für knapp 600 Euro gebucht, weil es außerhalb der Hauptsaison war. Das sieht natürlich anders in der Hauptsaison aus, da wird es deutlich teurer. Dann verschiebt sich vielleicht auch das Bild Preis-Leistung wieder ein bisschen, aber mit knapp 600 Euro für 10 Tage inklusive Halbpension kann ich da absolut nicht meckern. Wobei ich mit dem Auto nach Mallorca gefahren bin, mit Flug hätte es mich sogar weniger gekostet als jetzt ohne Flug. Aber auch der Preis war für mich absolut in Ordnung und mehr als nur angemessen. Auch schlafen konnte man sehr gut, die Matratzen sind gut. Also das, was ich noch ganz besonders hervorheben muss, das ist das Internet. Das ist wahnsinnig toll, wahnsinnig gut gewesen. Für mich als Influencer nicht ganz unwichtig. Ich konnte also auch einige Videos schneiden und einige Videos hochladen. Also dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und dann komme ich jetzt zu dem Fazit zum Thema Radfahren. Die Insel Mallorca bietet ohne Ende wunderschöne Örtlichkeiten, wo man mit dem Rennrad hinfahren kann. Ob das das Cap Formentor ist, ob das der San Salvador ist oder Lluc Major. Diejenigen von euch, die schon öfter auf Mallorca waren, die können das bestätigen. Es gibt so viele tolle Ecken. Und das, was man auch betonen muss, das Straßennetz für Radfahrer, auch Nebenstraßen, wird von Jahr zu Jahr gefühlt besser auf Mallorca. Und damit steigt auch die Eignung fürs Rennradfahren. Ich kenne also keinen anderen Spot, an dem ich bisher Urlaub gemacht habe, wo ich lieber Radfahren würde als direkt auf Mallorca. Das Klima ist halbwegs stabil. Natürlich, wenn man auf Gran Canaria zum Beispiel fährt, findet man in der Regel stabileres und auch deutlich schöneres, wärmeres Wetter vor. Aber auch auf Mallorca kann man im Februar schon wirklich viele schöne Tage erwischen. Bisschen kühl war es noch. Trotzdem rundherum gelungener Radurlaub für mich. Ich konnte nicht ganz so viele Kilometer fahren, wie ich wollte, da ich ein bisschen Achillessehnenprobleme bekommen habe, aber knapp 500 sind es dann doch geworden. Gut, ich hatte mir mehr vorgenommen, aber so ist es dann halt ab und zu mal. Insgesamt positives Fazit zum Urlaub auf Mallorca im Iberostar Playa de Mouro. Dann kommen wir noch kurz zum Thema Radausleihen. Ich hatte jetzt mein eigenes Rennrad dabei, habe auch schon ganz oft dort Räder ausgeliehen, in der Regel bei Hürzeler. Muss aber auch sagen, die Preise, ja, halte ich schon für etwas im höheren Bereich, im etwas teureren Bereich. Ich würde also sicherlich eher bei dem Radsalon zum Beispiel ein Rad mieten oder bei einem der anderen Möglichkeiten. Und umso näher die Saison rückt, umso mehr dieser Radverleiher machen auch auf. Man kann das Ganze dann im Iberostar auch unterstellen. Wie gesagt, für 2 Euro pro Tag, ja, das kann man mal investieren. Ich denke, da gibt es Schlimmeres. Ja, und noch zu Hürzeler im speziellen kurzen Einschub. Ihr habt das ja auch gesehen, dass ich mich über diesen Regenschutz ein bisschen aufgeregt habe. Also ich muss sagen, Hürzeler entwickelt sich für mich weiter in eine Richtung, die ich nicht ganz so toll finde. Auch die geführten Touren, die ich in der Vergangenheit öfter mitgefahren bin im Urlaub, die kosten mittlerweile nach Auskunft einer Dame, die bei uns in der Gruppe grundsätzlich mit dabei war, aber halt nicht diese längeren Rennradtouren fahren wollte, kostet jetzt wohl 20 Euro pro Mitfahrt. Also das ist dann ein Preisbereich, wo ich sagen würde, da bin ich nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Ich meine, zu D-Mark-Zeiten waren das mal 8 Mark. Und ich habe dann irgendwann auch mal 8 Euro bezahlt. Das waren dann also 40 Euro für 5 Fahrten. Da gab es dann solche Bons dafür. Und wenn man einen Bon zum Beispiel nicht eingelöst hatte, konnte man sich auch ein paar Socken aus dem Shop noch holen. Das gibt es alles nicht mehr. Das ganze Preisniveau ist also deutlich angestiegen. Ja, man setzt halt vermutlich darauf, dass Rennradurlauber, wenn sie dann im Rennradurlaub sind, auch ein bisschen, ja, bereit sind, mehr auszugeben. Wie gesagt, vergleicht die Preise. Es gibt genug Alternativen zu Hürzeler, wo ihr euch ein Rad ausleihen könnt. Mir persönlich ist es ein Ticken zu teuer und wie gesagt, ich hätte dann einen der Alternativen ausgewählt. Ja, das war dann aber schon alles, was es zum Urlaub zu berichten und zu sagen gilt. Das Video ist an dieser Stelle also zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.